Was haben wir gekriegt? Nice. Wo kann ich denn den noch hinmoven? Ich kann ja mit ihm ein bisschen Erkundung machen. Soll er doch einfach hier hinlaufen. Und weiter. Okay. Kann ich die eigentlich irgendwo? Die kann ich ja auch ein bisschen erkunden lassen. Die lasse ich da einfach mal in diesen Wald laufen. Oh. Sehr schön, sehr schön. Ah, da kommt neue Soldat, sehr gut. So gefällt mir das. Das wird wahrscheinlich auch relativ fix gehen. Es ist ein bisschen frustig, dass die jetzt alle kommen. Weil sonst hätte ich noch den Bento schnell hingeschickt. Aber jetzt kommen die alle angelaufen. Das ist aber ein bisschen blöder. Aber nun gut. So ist halt durch. Was soll's. Irgendwann werde ich es schon mal wieder schaffen, um diese Taten umzuwandeln. 5 Erfahrungspunkte. Das muss ja ein ganz starker gewesen sein. Naja, Kleinvieh macht auch Mist. Gab's noch eine Powerfruit. Was soll's. Ach Mensch, jetzt rennt er da lang. Was für ein Scherzkeks. Achso, den Bento lassen wir sogar. Ach nee, den lassen wir ja erkunden. Stimmt. Naja, ist das halt so. Los, Lea. Ja. Soll die jetzt hier die Reste noch wegputzen? Zack, zack. Oh je. Ja, hoffentlich reicht zum Putzen. Ich hoffe, sie können hier zweimal angreifen. Das wäre ganz praktisch. Nee. Gleich geht bestimmt wieder einer drauf. Nächster, sehr schön. Jetzt müssen die Kleinen wieder angreifen können. Haben wir gewonnen? Ja. Nur die Umwandlung fehlt uns noch. Aber er kann ja eh nicht weg, also machen wir einfach weiter. Und weiter geht's. Zack. Zack. Ja, sehr schön. Warte mal, gut. Nächster Blitz. Jetzt greift er nochmal. Ach Mensch, das war jetzt gemein. Ausgab gute Erfahrung. Und jetzt können wir ihm dann gleich den Rest geben wahrscheinlich. Denn ja, wo will er noch hin? Und wir dürfen wieder anfangen. Auch wenn es nur die Kleinen sind. Zack. Oh ja, sehr gut. Perfekt. Aber es hat trotzdem noch nicht gereicht für die Umwandlung. Ach. Ein bisschen ärgerlich ist das schon. Aber nur gut. Müssen wir wohl durch. Ja, also beim nächsten Mal muss ich unbedingt die Truppen wieder auffüllen. Okay. Ich glaube, dann werde ich jetzt mal diese Sache hier langsam in Angriff bringen. Denn bis der da oben runtergekommen ist, das kann ja noch Jahre dauern. Ja, es hat auch nur ein Camp gesetzt. Also jetzt wissen wir schon, dass er schon irgendwie 1,5 Tage rumläuft. Gut. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt so viel Power hat, dass wir wenigstens ordentlich Erfahrung bekommen. Tja, wie konnte das nur passieren? Gute Frage. Ja, jetzt bin ich auch gespannt, was er gemacht hat. Er hat ihn verraten. Verraten. Boah. Hat seine Familie geopfert für sich selbst. Naja gut, man muss ja sehen, wo man bleibt.
Oh, es geht also wieder um die Unterwelt. Er soll also seine Wut kanalisieren, um die Revoluzer wegzuhauen. Damit steht er uns aber entgegen. So weit wird es nicht kommen. Naja, ich würde aber seine Familie opfern. Special Effect. Oh ja, die haben die gleiche Aufstellung. Das könnte ganz praktisch für uns sein. Oh, ja. Oh. Na, wenn das so weitergeht, hält aber nicht lange durch. Machen wir jetzt hier noch unseren Blitzangriff? Jawohl. Oh. Ich glaube, das bringt nicht mehr Erfahrungspunkte. Das ist ja ein sehr schwacher Anführer. Ich dachte nach dem Gegner vom letzten Mal, dass es ein bisschen schwieriger wird, aber der Junge hat ja gar keine Chance. Das ist ja Gemetzel. Und da ist er erledigt und ich meine 15 nur vom überspringenden Blitz. Hallöchen. Oh, er hat 4 Schaden gemacht, der Mensch. Ja, oh, wir ja. Ohne Worte. Das war jetzt nicht schlecht. Könnte ich ja fast schon den Bento hinschicken, um die Sache zu regeln. Oh, jetzt steht er seitlich. Und erledigt. Ist jetzt schon vorbei? Ja. Level up! Das hat echt gereicht, um aufzusteigen. Super. Das war gut. Ich hätte nur noch gerne die anderen platt gemacht, aber nur gut. Wir haben es geschafft. Sie sind besiegt. Wir kriegen ein bisschen viel. Oh ja, sehr gut. Und wir haben einen schönen Trap gekriegt. Uhu. Nice. Sieht richtig gut aus. Kommen da an. Ach, der Revoluzzer-Typi. Ja, ist ja kein Problem, wir sind eh stärkst im Reich. Ja, kein Problem. Wir sorgen jetzt für die Zukunft. Wir werden gefeiert. Ich habe jetzt gewundert, was das für ein Geräusch ist. Wir sind Helden. Ja, natürlich. Yeah, speichern. Das heißt, es kommt noch eine Zwischensequenz? Oh. Jetzt bin ich gespannt. Das ist wohl der König wieder. Ah ja, okay. Der König soll also die Revoluzzer platt machen. Das heißt, wir müssen jetzt gegen die östliche und die westliche Division wahrscheinlich kämpfen. Schön. Aber wir nehmen uns der Sache an. Oh, der Yumin. Den haben wir ja schon mal rekrutiert. Die sehen robust aus, die Kerle. Okay, die westliche Division wäre also Alba jetzt einnehmen.
Bald geht's also los. Revoluzzer gegen westliche Division. Kein Problem. Wir nehmen uns die Sache an. Die Kirche bleibt lieber im Hintergrund. Oh yeah, zweites Kapitel. In einer dunklen Welt kann kein Weg gefunden werden oder so. Mein Englisch ist nicht das Beste. Wenn ich es falsch übersetzt habe, dann schreibt es in die Kommentare. Tja, soll er kämpfen oder nicht? Was überbringen Sie da ein Schwert? Oh, kann ich das Schwert bitte haben, wenn es heilig ist? Ah ja, die unterstützen jetzt also, die hat er gekauft. Ja, ist auch was. Mary Callan. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Nein, das sind bestimmt irgendwelche Oger. Haha. Taktische Besprechung. Okay. Okay, wir wissen also nicht, was die orthodoxe Kirche macht. Achso, Yumi ist jetzt unser Feind. Na ja, gut. Und in ein paar Tagen geht's los. Okay, wir nehmen also irgendeine Region, befreien sie und dann lassen wir die zu uns überlaufen. Ja, jetzt geht es natürlich wieder um Gewissensfragen. Jetzt geht es darum, interpretiert man das Helfen als Sklave oder als gleichberechtigt? Und jetzt geht es darum, heiligt der Zweck die Mitte? Ja, ich gehe einfach in ein Trainingscenter, dann passt das schon. Ja, da fragt man sich, wer hier der Chef ist. Okay, wir gehen also nach Westen, damit die westliche Division gestoppt wird. Nehmen wir, jetzt geht's wieder zur Hauptkarte. Nein, aber noch nicht. Mann, da gibt's richtig Zwischensequenzen heute.
Tja, es geht also darum, verfolgen wir nur unsere Ideale oder weichen wir davon ein bisschen ab, um unsere Ziele schneller zu erreichen? Nun gut, damit endet die heutige Folge, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab ja ganz schön viele Cutscenes jetzt, aber das soll ja nicht weiter schlimm sein. Ich gehe jetzt ein bisschen ins Trainingscenter und organisiere ein bisschen um und die Truppen und so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.